Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Sims 4 Inselleben. Wir haben hier unsere Hannah und wir haben hier natürlich unsere Lea. Die liest erstmal was. Gut, wir kümmern uns mal um Hannah. Müssen wir irgendwas für den Job tun? 2 Stunden bis zur Arbeit, aber wir müssen noch nichts machen. Gut. Bei einer Kawa-Party Gold verdienen, braun werden, Kokosnuss essen. Wo finden wir denn Kokosnuss? Ja, jetzt in den 2 Stunden wahrscheinlich gar nicht. Wir hören ja mal auf zu chillen. Sollten wir noch kurz... Ne, Hydrid sind wir nicht. Buch lesen, ja, das kannst du natürlich machen. Wir müssen jetzt eh gleich zur Arbeit. Und, kannst du das mal wegmachen, Lea? Wäsche weglegen. Wo kommt denn die her? Ach, die hat irgendjemand abgehängt. Okay. Dann dürftest du gerade mal Wäsche machen. Wäsche machen in Waschwanne. Oh, und du wäschst dir die Hände. Einfach mal so, okay. Ja, ich würde sie jetzt natürlich... Wo willst du jetzt hin? In Bücherblättern. Wieder. Lea? Plaudern. Nein. Wäsche machen. Bitte. Wieso kannst du da nicht hin? Kommst du an den Wäschekorb nicht dran? Kann eigentlich nicht sein, aber... Ach so, das stand falsch rum. Machen wir es jetzt nochmal. So, und du musst gleich zur Arbeit. Du bist auf dem Weg, okay. Gut. Nee, bist nicht auf dem Weg. Ey, Mädel, arbeiten. Zur Arbeit gehen, bitte. Mareike, möchtest du zu meiner Geburtstagsparty kommen? Machen wir. Wir gehen mal hin. Das ist ja da, wo Lea vorher gewohnt hat. Da schauen wir einfach mal wieder vorbei, wie die sich entwickelt haben. Oh, es ist Winter. Okay. Umarmen. Unsere frühere Mitbewohnerin. Von Idee erzählen. Oh, das ist das Töchterchen, ne? Da können wir auch mal Hallo sagen. Die kennen wir noch als ganz klein. Kennenlernen. Tag verschönern. Hannah Lee. Die ist auch ein Gast. Warum ist die Gast? Arush ist Gast. Wen haben wir hier? Sarah Lee ist Gast. Enrico Lee, auch Gast. Alles Gäste? Wo sind denn die eigentlichen Bewohner? Reparieren wir gerade mal. Mareike. Das ist der Caterer. Und wer bist du? Gast? Esteban, ne, der hat hier doch gewohnt. Und die hatten 2 Kinder. Okay, dann sind das die 2 Kinder. Der... Und das ist die... Die kenne ich noch als Baby nur. Die ist auch größer geworden, ja. Nett, nett.
Oder hatten wir sie schon als Kleinkind? Ich weiß es gar nicht. Aber schön. Unterhalten wir uns mal mit unserer besten Freundin. Schaukeln vielleicht mal eine Runde. Lea Lee. Mareike doch auch Lee. Ich weiß gar nicht, wie wir verwandt sind. Wo habe ich den denn hier? Stammbaum, da ist er doch. Okay, den von Mareike kann ich mir leider nicht anzeigen lassen. Oh, wir müssen was... Plasma trinken. Bevor wir hier auf dumme Ideen kommen. So. Oh, Mareike schaukelt gar nicht mit. Doch, sie schaukelt mit. Zwei Freundinnen wieder vereint, wobei irgendwie sind wir verwandt. Ich weiß aber gerade nicht, in welchem Verwandtschaftsgrad. Da bin ich etwas überfragt. Weil Lea ist ja schon relativ alt. Auch wenn man es ihr nicht ansieht, aber die hatte schon ein paar Sim-Jahre auf dem Buckel. Und schon ein paar Generationen durchlebt. Ja, aber schön, die zwei wieder zusammen. Auch mal ganz nett. Ja, erstmal ein Schlückchen gönnen. Wir müssen nichts machen, ne? Hanna hat 210 Simoleons mit nach Hause gebracht. Okay, dann wechseln wir mal zu Hanna rüber. Und Lea kann da weiter Party feiern. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Kümmern wir uns mehr um Hanna. Es geht ja schließlich ums Inselleben. 210 Simoleons hat sie mit nach Hause gebracht und einen Urlaubstag verdient. Und wir haben nichts, was wir tun müssen. Okay. Das heißt, wir könnten mal bei einer Carver-Party Gold verdienen. Weil wir müde sind. Müdigkeit und Gold und Party ist nicht so die ideale Kombination, deswegen gehen wir gerade mal pennen. Und ja, schauen dann mal, ne? Überlege, ob wir uns ein Haustier anschaffen sollten. Wobei dann wahrscheinlich eher ein Kätzchen oder sowas. Ja, Mareike ist noch auf der Party, nicht Mareike, Lea ist noch auf der Party, wir pennen mal eine Runde. Das ist auch nicht so verkehrt. So, sie ist ausgeschlafen, aber hungrig. Grill du mal. Ein Veggie-Burger. Klingt gut. So, du fühlst dich nicht wohl. Du musst noch was trinken. Bevor wir hier auf dumme Ideen kommen. Trink noch einen, bitte. Winterfest von 6 Uhr bis 2 Uhr. Okay. Was wollen wir tun? Dekorieren. Festliche Stimmung. So, isst du was? Naja, iss mal was, meine Liebe. Du bist wieder... wir können uns noch einen genehmigen.
Fabrice. Gemeinsames Frühstück sozusagen. Gemeinsames Frühstück. Überleg gerade, wir brauchen ein bisschen Winterdeko. Künstliche Kaufhaus-Feiertagsfichte. Die sieht ein bisschen doof aus, ne? Feiertagsobjekte. Immergrüner Weihnachtsbaum. Stellen wir den mal dahin. So, sollte reichen als Deko. Festliche Stimmung, das haben wir dann auch. Du brauchst auch nochmal Deko, okay. Machen wir noch ein paar Geschenke dazu. So, genug Deko. Festliche Stimmung. Ho, ho, ho. Winterfestgeschenk geben, das klingt doch gut. Kriegst eine Birne. Und du kannst auch mal ein Winterfestgeschenk geben. Zuckerzünder. Kleines Muschelhorn. Du sollst ihr auch ein Winterfestgeschenk geben. Bitte. Jabina. Du darfst das noch aufräumen. Was haben wir da noch? Festtagsessen. Festtagsessen tun wir uns natürlich jetzt schwer mit, ne? Kann ich hier ein Festtagsessen machen? Im Inventar grillen. Nee. Also Festtagsessen kriegen wir schon nicht hin. Gut, aber wir können mal gucken, ob wir hier... Lea, du gehst bitte mal hier hin. Und du gehst aufs Klo. Passt. Großzügige Überraschung, weil Geschenk erhalten hat, weil erfolgreiches Geschenk gegeben hat. Dekoriert wegen... Sehr schön. Ja, spiel du ein bisschen. Duschen, aber das ist eigentlich nicht so der Hit, ne? Düngen kann ich nicht, ich habe keinen Dünger. So, wir könnten hier eigentlich auch mal schwimmen gehen. Auf dem Rücken treiben lassen. Und braun werden wollten wir noch, ne? Sonnen ist zu wolkig zum Sonnen. Okay. Okay, zu wolkig zum Sonnen. So, jetzt können wir hier nochmal den Müll wegmachen, dass der weg ist. Was für ein Fischi bist du? Aber da können wir eh nichts machen. Achso, sie lässt sich erstmal ja, ein bisschen treiben. Schadet natürlich auch nie. Kannst du dich...
Schirm öffnen. Ah, nö. Macht keinen Sinn. So, genug. Genug auf dem Rücken getrieben. Was haben wir jetzt? Was leveln wir jetzt? Fitness, ach so. Ja, das kommt natürlich automatisch durch das viele Schwimmen. Haben wir hier noch mehr? Da ist noch was, das können wir vielleicht auch weg, wobei machen wir später. Das wollte ich ja eigentlich auch noch. Kokosnuss. Wo kriegen wir Kokosnuss? Was war das hier? Besuchen. Aufräumen, ne? Oh, das ist verschwunden. Schade. Sonst wäre ich da jetzt mal hingeschwommen. Gucken wir mal, ob hier irgendwer unterwegs ist. Da schwimmt jemand, aber das ist keine Meerjungfrau. Levelaufstieg. Okay, Level 5. Haben wir hier irgendwo mehr junge Männer oder sowas? Das fände ich halt nett. Ach, das ist ein Mülleimer. Okay. Da will ich nicht hinreisen. Ich habe gerade ein bisschen die Orientierung verloren. Da ist das Haus des Admirals. Und da kommen wir gar nicht weiter, ne? Sonnen geht nicht. Ich überlege, aber das können wir dann geschickt machen. Vielleicht reisen wir ein bisschen. Alleine. Ach so, geht nur von Land aus. Geht natürlich nur von Land aus. Telefon im Wasser benutzen ist nicht so der Hit. Ich will mal irgendwo hin, wo man mehr jungen Kerl kennenlernen. Strand. Lagunenausblick, da mal die Bar, ne? Gehen wir mal an den Strand. Gucken wir mal, wie es da aussieht. Ob hier irgendwer unterwegs ist. Delfine. Keiner schwimmt hier rum. Außer wir. Ich hätte hier gern irgendwie mehr jungen Mann oder sowas, den ich kennenlernen kann. Pusten wir mal. Da sind allerlei unterwegs, aber das sind alles normale Menschen. Können wir damit irgendwas? Nee.
Oh, haben wir sie gleich mal eingesteckt. Können wir natürlich auch machen. Hier hinschwimmen. Da sitzt jemand drin. Die schwimmen, aber es sind alles halt keine Meerjungmänner. Da kommt noch jemand. Ist aber auch eine Sie. Wo sind die denn alle? Wir können aber ja mit, genau, Flipper rufen. Bisschen was mit ihm machen. Streicheln wir ihn. Reden ein bisschen mit ihm. Was leveln wir jetzt? Wahrscheinlich irgendwie die Beziehung zu ihm. Füttern wir ihn. Ja, das gefällt dir, ne? Spielerisch. Reden wir mit ihm. Trick bitten. Küsschen. Floniki Bushui. Extra für ein Fischchen. Apportiert er denn vielleicht für uns? Macht er das? Okay, da ist er dabei. Sehr gut. So, Hanna hat etwas Tolles vom Delfin erhalten. Einen Kampffisch. Okay. So, und dann gehen wir mal dahin. Level 2 der Singfähigkeit erreicht. Hopsala. Mit ihm plaudern. Du solltest doch singen. Parodieren wir. Sing nochmal. Bitte. Du magst uns nicht besonders, ne? Gut. Erwachsener. Sind aber alles keine Meerjungs. Meerjungmänners, Frauen. Sind wir die Einzige? Kann doch nicht sein. Besuchen wir den mal. Müssen wir eigentlich nachher noch wieder. Arbeiten heute, ne? Teenager. Vorstellen. Olaba. Flurbus. Darfi. Ogumoiva. Zisamba. Über Interessen reden. Vorstellen. Da wollte ich hin. Der ist, ja, ihr Mann. Und der ist noch zu jung, den können wir uns noch nicht angeln. Nach Tag fragen. Freundlich vorstellen.
Ja, die sind irgendwie alle vergeben, ne? Ich weiß gar nicht, wo sind denn hier die ganzen seejungen Männer und Frauen und... Dag-Dag. Der ist halt noch zu jung. Wie alt werden sie? Wann haben wir denn Geburtstag? Dauert noch, okay. Ja, aber wie ich sehe, ist die Zeit auch um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.